Ganz zu Anfang haben Sie einen für mich erstaunlichen Nebensatz gesagt. Sie haben das Thema Mobilmachung in Russland, im Zarenreich angesprochen, haben gesagt, dass dies sozusagen verdeckt geschehen sei, ja, und die Armee plötzlich viel schneller bereit gestanden habe, als die deutsche Seite erwartet hätte. Ja. Sie sagten, das sei vergleichbar der Situation im Zweiten Weltkrieg gewesen. Ja. Darf ich dazu etwas Näheres wissen? Denn es ist ja nun Teil der offiziellen Geschichtsschreibung, dass man von einem Überfall ausgeht, der völlig unerwartet für die sowjetische Seite gekommen ist. Ja, also, naja, also das ist aber nicht mehr die Forschungslage. Also Forschungslage und Medienmeinung klaffen da weit auseinander. Also nach der Forschungslage war die Sowjetunion sehr wohl gerüstet. Und zwar schon angefangen von der Entwicklung der sowjetischen Luftwaffe über Panzerwaffe hatte man also gewaltige Anstrengungen für einen zu erwartenden und beabsichtigten Krieg vorgenommen. Die ganzen sowjetischen Kräfte waren ja im Westen konzentriert. Alle Kartenunterlagen, die wir dann erobert haben, waren Kartenunterlagen von Polen und Ostdeutschland. Als wir dann die Sowjets zurückgedrängt haben, konnten die ihre Artillerie nicht einsetzen, weil sie keine Karten vom eigenen Gebiet hatten. Die ganzen Munitionslager und Versorgungslager waren vorgeschoben, also an die Demarkationslinie. Das macht man nicht, wenn man verteidigen will und wenn man sozusagen erwartet, dass das kriegslüsterne Deutsche Reich da die Sowjetunion überfallen will. Sondern man hatte ganz planmäßig darauf hingearbeitet, einen Krieg vorzubereiten, hatte allerdings den Zeitfaktor etwas anders berechnet. Und insofern war der Vorstoß der Wehrmacht, die Generalität war sich dessen bewusst, was für harte Kämpfe bevorstanden. Mein Vater, der damals in Berlin war, berichtete immer, er stand auf dem S-Bahnhof und die deutschen Militärzüge fuhren durch und in der gesamten Bevölkerung, lauter auf den S-Bahnhöfen, lauter Menschen, die warteten, weil die S-Bahn nicht fahren konnte, beklommenes Schweigen. Man wusste, dass es ein schwerer Waffengang würde und vielleicht auch ein verhängnisvoller Waffengang. Das lag so ein bisschen in der Luft. Aber man wusste auch gleichzeitig, dass es ja unumgänglich war, weil die Sowjetunion gerüstet hatte. Und die lieben Griechen, nicht? Angriff auf die Sowjetunion, es war Überfall, ja, es war keine Kriegserklärung da, richtig. Aber man sollte mit dem Begriff Überfall sehr vorsichtig sein. Denn es war ein Abwägen, ob wir zuerst sind oder die Sowjets zuerst sind. Und unsere lieben Verbündeten in Italien, die hatten ja das Abenteuer auf dem Balkan angefangen und bekamen da Prügel. Da mussten wir also erstmal die Situation, die Metaxas-Linie überwinden und die Situation in Griechenland regeln. Da fehlten uns 4 Wochen. 4 Wochen und die fehlten uns vor Moskau. Deshalb erfroren unsere Soldaten in Moskau. Wie das mit der Winterbekleidung aussieht, da gibt es jetzt auch einige neuere Untersuchungen, weshalb die Winterbekleidung nicht rechtzeitig eingesetzt wurde. Ist ein weites Kapitel. Aber um Ihre Frage zu beantworten, also anfänglich war das Deutsche Reich nicht geneigt, gegen die Sowjetunion zu marschieren. Wollte wieder den Zwei-Fronten-Krieg vermeiden. Selbst Hitler hat, das ist belegt, mehrfach bekannt, dass der Zwei-Fronten-Krieg unser Untergang sein würde. Da gibt es mehrere Aussagen von Hitler. Wir waren gezwungen. Denn Stalin überlegte ja, dass wir uns in der Auseinandersetzung mit den Westalliierten erstmal schwächen sollen. Und wenn wir dann keinen Atem mehr hätten, keinen militärischen Atem, dann wollte er zuschlagen. Und dem musste ein Riegel vorgeschoben werden. Also Sie brauchen nicht nur Suvorov zu lesen, der Eisbrecher und so weiter. Der führt ja minutiös die Rüstungszahlen
der Sowjets an. Und die Forschung, also die russischen Forscher. Ich habe also eine Zeit lang in Königsberg an der Universität unterrichtet und konnte mich da immer wieder mit russischen Historikern unterhalten. Ich muss sagen, die sind viel offener, sind viel offener. Dieser enge Zeitgeist, den wir ja kritisiert haben, der herrschte dort nicht. Also man kann viel mehr sagen als bei uns. Also in diesem Reich des bösen Putin habe ich ja doch mehr geistige Freiheit erlebt als bei uns. Machen Sie hier bei uns an der Universität einen falschen Zungenschlag, dann haben Sie aber ein schweres Leben. Also das fand ich bei den Russen nicht, muss ich sagen. Also die russischen Historiker sind da unbefangen. Die sagen und stellen fest, also die Sowjets hatten den Fernbomber konzipiert. Die hatten eine Panzerwaffe konzipiert. Die konnten, obgleich sie das in den Ural, jenseits des östlich von Ural, verlagern mussten, eine logistisch ungeheure Leistung übrigens, die ganze Industrie dorthin zu verlagern. Also sie hatten einen Ausstoß an Panzer T-34, die also dann unsere Panzerwaffe, ich glaube, über das, um das Zwölffache überwog. Da konnten wir noch so gute Panzer haben. Also kurz und gut, die Aufrüstung parallel zur Mobilmachung der Zarenarmee. Die Aufrüstung war ungeheuer. Sie war erdrückend. Das kann man nachweisen. Je nachdem, ganz egal, wie jetzt der politische Standpunkt aussieht, ob man nun den deutschen Angriff auf die Sowjetunion wahrhaben will oder nicht. Es war ein Angriff, aber wie gesagt, die Frage sozusagen der Kriegsauslösung ist sehr, sehr kompliziert. Sehr kompliziert. Und ich meine, da muss man die Situation genauer betrachten und dann relativiert sich das Bild, dass wir bedenkenlos aus Machtgelüste, um Raum im Osten zu gewinnen und so weiter, in die Sowjetunion einmarschiert sind. Erheblich. Denken Sie daran, was die Sowjetunion vorher ja auch schon für Fragen, für Ansprüche gestellt hatte. Nicht nur das Baltikum, sie warfen auch ein Auge auf Finnland. Und Bessarabien wollen sie, großes Stück von Rumänien wollten sie abknapsen. Und als Molotow in Berlin war, beim Besuch, da wurde es ja ziemlich deutlich, dass die Sowjetunion kompromisslos war und weiter sich nach Westen ausdehnen wollte.